Joachim, du hast doch bestimmt schon mal deinen Namen gegoogelt, oder? Ja, öfter schon. Wobei ich mich immer gefragt habe, warum so viele Bilder von Freunden auftauchen, wenn ich meinen Namen ausgoogle. Das finde ich auch total komisch. Ich frage mich auch, ob ich mich davor schützen kann, wann Google meine Bilder zeigt, so wie ich auch meinen Telefonbucheintrag löschen lassen kann. Das glaube ich nicht. Ich wollte das auch gar nicht. Ich bin ja froh, wenn Google mich findet. Dazu spreche ich lieber nochmal mit dem ISA-Matrosen. ISA-Matrose heißt mit Klarnamen Tobias Schwarz und arbeitet bei der Online-Zeitung Netzpiloten. Er beschäftigt sich dort viel mit dem Thema Datenschutz und Netzpolitik. Stimmt, weiß Google auch. Ich werde mit ihm sprechen zum Thema Google und wie ich kontrollieren kann, was Google von mir zeigt.